Herr Quinn, das geht so nicht. Nennen Sie das etwa eine Überschrift? Ich dachte... Stimmt. Sie denken zu viel. Das interessiert die Leser nicht. Oder würden Sie eine Zeitung holen, auf deren Überschrift steht Vorsicht vor umfallenden Bäumen? Ja, sehen Sie sich hier unsere Konkurrenz an. Detective Sarah Pierce deckt Mord in der Feuerwehr auf. Das wollen die Leser haben. Und ich will auch, dass Sie so welche Stories finden. Sonst entlasse ich Sie bald. Inside the thought that I wrote, of all the words that we spoke, yet only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Lay it down, hope for something better. Looking at the clouds, the cyber and the weather. You can't keep this up. The lies are just too much. You can't stop it now. Lukas, ich bin wieder da. Bruder Herz, komm schnell, schau dir das an. Was ist denn so wichtig? Schau mal das Video. Was zum... Ist das eine Leiche? Ja, voll cool, oder? Woher hast du dieses Video? Warte, ist das hier nicht in der Nähe? Das Video? Naja, ich hab mich mal wieder ein paar Handykameras hier in der Nähe gehackt und da habe ich auf einer halt dieses Video gefunden. Weißt du, von wem das Handy ist? Ich kann's dir nicht genau sagen, aber ich verfolge das Handy bereits seit dem örtlichen Gymnasium. Komisch, dass ich bisher nichts von einer Kinderleiche mitbekommen habe. Das Video ist doch am Bahnhof entstanden, so wie das aussieht. Liegt wohl daran, dass das Video erst 10 Minuten alt ist. Echt? Das ist eine famose Story, Ich komm gleich wieder! Entschuldigung, würden Sie bitte alle den gesperrten Bereich verlassen? Dankeschön. Ist das nicht die Frau aus der Zeitung? Entschuldigung, Detective Pierce. Gehe ich richtig in der Annahme, dass hier eine Kinderleiche entdeckt wurde? Sie gehen richtig in der Annahme, dass Sie jetzt verhaftet sind. Bitte was? Wieso? Wissen wir schon, wer das Mädchen ist? Ryan, ich glaube, es handelt sich um einen Jungen. Meine ich ja. Diese Nervosität am ersten Tag ist unglaublich. Ich kann dich verstehen. Es ist sicher auch schwer, am ersten Tag sofort mit sowas konfrontiert zu werden. Das kennen wir doch von der Polizeiakademie. Wir müssen immer für alles bereit sein, Jack. Das sind wir doch immer, Ryan. Also, Herr Connor Quinn, richtig? Da sind wir nun. Sie sind Zeitungsreporter, wie ich sehe. Einer dieser Pressemenschen. Haben Sie den Jungen für eine gute Story ermordet? Warten Sie, was? Was denken Sie? Bin ich deshalb hier? Ja, Sie sind unser Hauptverdächtiger. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Na, dann sagen Sie uns doch, woher Sie wussten, dass wir dort eine Kinderleiche gefunden haben. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber wenn Sie mir einen Tag geben, dann kann ich Ihnen eventuell ein wichtiges Beweisstück bringen. Ach so. Dann ist ja alles klar. Am besten lasse ich direkt jeden, der unter Mordverdacht steht, raus. Am besten wir lösen die Polizei einfach auf. Oder besser, wir unterstützen die Kriminellen noch. Ich war das wirklich nicht. Bitte, glauben Sie mir. Ja, gut. Wenn Sie nicht zugeben wollen. Wo waren Sie im Zeitraum von 14 bis 15 Uhr? Da war ich bei meinem Verleger. Sie können gehen. Wieso? Warum? Okay. Sarah, was soll das? Wir können ihn nicht einfach davonlaufen lassen. Ich bin schon länger dabei. Ich weiß, was ich tue. Das akzeptiere ich nicht. Ryan, denk doch mal nach. Er ist Reporter. Er wird nicht die Stadt verlassen.
Selbst wenn er es getan hat, er hat keinerlei Verbindungen zum Opfer und der einzige Grund, weshalb er es sonst getan haben könnte, wäre eine gute Story. Die kann er aber nicht mehr bringen, wenn er auf einmal flieht. Ich hasse diese Reporter. Lucas, ich bin wieder da. Wo warst du denn? Ich dachte, du wärst nur kurz weg. Die Polizei hat mich verhaftet. Wieso das denn? Es hat sich rausgestellt, dass es wohl keine so gute Idee war, zu fragen, was mit dem Kind ist. Da wussten sie natürlich sofort, dass du Informationen hast, die außer dem Mörder keiner haben kann. Genau, aber naja, das passiert. Du hast ihnen doch hoffentlich nichts gesagt. Nein, natürlich nicht. Ich weiß, dass du nicht unbedingt die legalsten Sachen mit deinem Hacking machst. Ich trage immerhin die Verantwortung für dich, kleiner Bruder. Wohin gehst du? Zu meinem Verleger. Das wird eine tolle Story. Warte! Du hast doch noch gar nicht genug Informationen über einen Artikel. Sieh dir diesen schlaksigen Reporter nur an, wie er einfach frei sich bewegen kann. Obwohl er womöglich ein Kind getötet hat. Widerlich. Beruhige dich, Ryan. Wir haben die Aufgabe, ihn zu beobachten. Ryan, nein! Hey, sieh da! Ah! Na, willst du noch eine? Ryan, hör auf! Was soll das, Jack? Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Ihr kommt jetzt beide mit. Ich bringe euch auf die Wache, dann könnt ihr euch abreagieren. Hä? Was? Was ist passiert? Nein, du hast dich leider nicht verhört. Ryan, was soll ich bloß mit dir machen? Du bist den ersten Tag hier und wenn dich Connor anzeigt, wirst du wohl sofort wieder fliegen. Ach, sie kenne ich doch. Tut mir leid, was mein Kollege gemacht hat. Er hat eine schwierige Vergangenheit mit Reportern. Es ist sein erster Tag im Polizeidienst. Wie kann er da eine schwierige Vergangenheit mit Reportern haben? Da liegen einige tote Erinnerungen zu Berge, über die er nicht reden will. Hm. Wie denn auch sei. Gibt es eine Möglichkeit, dass Sie von einer Anzeige absehen können? Ich glaube, er würde nicht so austicken, wenn es sich bei Ihnen nicht um einen Reporter handeln würde. Ja, ich wüsste da eine Sache. Sie haben doch gefragt, woher ich die Informationen habe. Ich kann Ihnen das leider wirklich nicht sagen, aber ich war da wirklich nicht. Ich weiß. Ich bin schon lange in diesem Beruf. Sie verhalten sich entweder extrem dumm oder nicht wie der Mörder des Jungen. Also, wie wäre es mit Ihnen zusammenzuarbeiten, für diesen einen Fall, damit ich exklusiv eine Story zu dem Fall aus erster Hand schreiben kann? Ich gebe Ihnen Informationen und Sie fangen Ihren Täter schneller. Das ist gar keine so schlechte Idee. Ich lasse Sie mit Ryan arbeiten. Ich hoffe, Sie helfen uns, den Täter zu finden. Mit Ryan? Ist das so eine gute Idee bei seiner Einstellung zu Reportern? Eben. Deshalb finde ich die Idee ja so gut. To protect your soul.